Sie sind hier, 26. Oktober 2018, 21.10 Uhr, von Christian Paschwitz. Lesedauer, 2 Minuten. Vergrößern, verkleinern, 11-Meter-Situation. Gladbachs Keeper Jan Sommer holt Freiburgs Luca Waldschmidt von den Beinen. Urheberrecht Imago. Wenige Augenblicke sind gespielt zwischen Freiburg und Gladbach. Da zeigt der Schiedsrichter schon auf den Punkt. Ist es der schnellste Elfmeter in der Bundesliga? So fix geht es selten zur Sache. Gerade mal 13 Sekunden waren gespielt im Schwarzwaldstadion während der Bundesliga-Partie zwischen dem SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Da zeigte Schiedsrichter Robert Hartmann Wangen auf den Elfmeterpunkt. Das war passiert. Bei einem Steilpass in den 16-Meter-Raum hatte Freiburgs Luca Waldschmidt Gegenspieler Matthias Ginter abgehängt. Gladbachs Keeper Jan Sommer stürzte aus seinem Tor, holte bei seinem Klärungsversuch den SC-Stürmer jedoch von den Beinen. Den fälligen Strafstoß verwandelte anschließend Nils Petersen eiskalt im linken Eck. War es der schnellste Elfmeter in der Bundesliga? War es nicht. Den Rekord in dieser Kategorie hält nach wie vor der Hamburger SV. Zur Erinnerung, am 4. Februar 2015 war der damalige Erstligist beim 2:1-Sieg gegen den ebenfalls damaligen Erstligisten SC Paderborn bereits nach 8 Sekunden zu einem Elfer gekommen, nachdem der unparteiische Peter Gagelmann ein Foul des Paderborners Patrick Ziegler an Marcel Jansen geahndet hatte. Raphael van der Vaart ließ vom Punkt Torwart Lukas Kruse keine Abwehrchance und den HSV in die Annalen eingehen. Von Christian Paschwitz folgen @christianpasch4. Christian Paschwitz, Jahrgang 1976, volontierte ab 1997 bei der Deister und Weser Zeitung in Hameln und war dort auch Redakteur. 2 mehr.